Heute erkläre ich euch nochmals, wie man Brüche kürzen bzw. erweitern kann. Wir beginnen mit dem Erweitern. Dabei muss man den Zähler und den Nenner mit derselben Zahl multiplizieren. Ein Drittel wollen wir mit der Zahl 2 erweitern. Das heißt, wir müssen den Zähler mal 2 rechnen und den Nenner mal 2. Das bedeutet 1 mal 2 bzw. 3 mal 2 und das ergibt 1 mal 2 ist 2. Der Zähler ändert sich zu einer 2 und der Nenner 3 mal 2 wird zu einer 6. Verstanden? Sehen wir uns noch ein Beispiel an. Ich habe 5 Achtel und ich möchte 5 Achtel mit der Zahl 5 erweitern. Das heißt, ich muss den Zähler mit 5 multiplizieren und den Nenner mit 5 multiplizieren. So, Zähler 5 mal 5 und den Nenner 8 mal 5. Das ergibt 25 Vierzigstel. Gut. Wenn wir einen Bruch kürzen wollen, müssen wir den Zähler und den Nenner mit derselben Zahl dividieren. Wenn wir unser vorhergehendes Beispiel nehmen, 25 Vierzigstel. Wir wollen durch die Zahl 5 kürzen. Das heißt, wir müssen den Zähler durch 5 dividieren und den Nenner durch 5. Hier den Zähler 25 dividiert durch 5 und den Nenner 40 dividiert durch 5. Das ergibt 5 Achteln. Jetzt kommen wir zur Aufgabe. Eure Hausaufgabe ist es, kürze 6 Zehntel, kürze 8 Achtzehntel. Aufgabe 2, erweitere mit der Zahl 4, a 3 Viertel, b 1 Sechstel, c 2 Drittel in dein Hausübungsheft.